Das geht doch gar nicht voran hier. Seit ein paar Wochen hatte ich nur Langeweile, weil wir nicht mal im Streik waren. Aber nun sind wir wieder mittendrin. Und alle sind meiner Meinung, es muss sich mal was ändern. Die machen aber auch kein vernünftiges Angebot. Immer nur drumherum. Und der Vorstand von der Bahn geht mit Millionen nach Hause. Ich meine, es ist doch nicht zu viel verlangt. Warum habe ich die Kölle? Wenn so ein Lokführer nur 35 Stunden arbeiten will, ja, da schließe ich Verantwortung. Das Gehalt muss natürlich gleich bleiben, auch wenn er eine Woche 3 Stunden weniger arbeitet. Gleichzeitig muss es sich aber auch erhöhen, um 550 Euro mindestens. Ich meine, wenn so einer Bürgergeld kriegt, ne, der hat doch auch die 550 Euro. Und da sitzt nur daheim rum. So ein Lokführer aber, der hat Verantwortung. Der sitzt den ganzen Tag auf seiner Lok rum und muss noch arbeiten. Immer und zu muss er gucken, ist der Ampel rot oder ist der Ampel grün? Von den Gelben reden wir schon gar nicht mehr. Ist der Ampel grün? Dann ist klar, dann kann er weiter in Ruhe sein Handy checken. Aber ist der Ampel rot? Da muss er plötzlich eine Kurve drehen. Klick, 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 klick. Und dann muss er so einen Knopf drücken. Dann macht's psch. Und dann steht er erst mal wieder rum. Ja, und wenn es den ersten Tag nochmal grün wird, ja, dann muss er den Knopf wieder rausziehen und den Kurbel andersrum drehen. Ja, so ein harter Job ist das. Und keiner sieht es. Alle wollen nur von A nach B. Aber nicht mit mir, nicht mit Wieselski. Und nur daran denken, wie teuer das alles geworden ist. Das Brot 6 Euro, der Joghurt vom Stängel, das geht doch nie. Und die Bahnmillionäre, die wollen mich locken. Mit guten Posten, wo ich auch die Millionen verdiene. Aber nicht mit mir, nicht mit Wieselski. Vielleicht nächstes Jahr, nochmal hin. Aber nur zuerst mal wieder kämpfen. Lutz, grüß dich, wir setzen hier. Du hörst mal, ich hab's dir überlegt, wir machen es anders. Ich will jetzt 3 Stunden und wenigstens 7x5 mehr. Schnauze voll, Schluss, vorbei, Streik, wir setzen. Auf Wiedersehen.